Geh da bitte raus. Ich fand Stimme hat sie nur kurz für einen Moment dabei gewesen. Morgen, Jungs. Und Mädels. Wir sind wieder zurück nach einer kleinen Pause. Und wir spielen ab jetzt, bis es ein Update gibt, The History of SCP Containment Breach sozusagen. Retro Edition. Das heißt, ab Version 01. Ja, das ist das allererste Public Release von SCP Containment Breach. Und wir sind eigentlich schon überrascht, dass das Menü fast genauso aussieht eigentlich, ne? Ja. Du hast die falsche Version runtergeladen. Nee, das ist wirklich die Version 01. Also der Launcher sah auch ganz anders an. Ja, nicht ganz, aber ein bisschen anders aus. Es gibt keine Options. Und ich habe schon im Changelog zur Version 011 gesehen, dass SCP-173 nicht mehr durch die Wände killen kann. Deswegen bin ich mal gespannt, was uns hier erwartet. Und es basiert übrigens noch auf Blitz Max und nicht Blitz 3D. Das kam dann erst whatever mit Version 02. Zur Community-Mod? Nicht spielbar. Die können wir nicht starten. Also, wie schaut denn das aus? Alter, der hört sich an wie der Imperator, so findest du. Der Sound, der hört sich an wie Half-Life irgendwie. Ich hab's zwar nicht wirklich gespielt, aber. Oder wie Ding, wie Darth Vader irgendwie so, die Stimme. Aber sieht jetzt gar nicht mal so schlecht aus. Ne? Ja. Guck mal, die Dinganzeige ist sogar in Farbe. Es läuft bis flüssig. Das stimmt, ja. So. Ich spiele nur noch die Version, oder? Junge, Junge, Junge. Oh, aber der schaut irgendwie kacke aus. Da stimmen die Proportionen stimmen da irgendwie nicht so. Und die fallen von der Decke. Uiuiui. Und jetzt? Okay. Musst du da aufmachen. Normal ist es doch offen, oder? Oh, ah, okay, warte mal. Stimmt, das war am Anfang so, ne? Was heißt, es war am Anfang so? Ja, in den ersten Versionen, wo wir gespielt haben, war es immer so. Ja, im Anfangsraum. Ja, wir haben bei 05 oder 06 angefangen. Ja, da war es auch so. Aber guck mal, die Texturen von den Wänden sind irgendwie cool, ne? Ja. Schaut so ein bisschen ranzig aus. Die Inventar ist ein bisschen kleiner. Echt? Wie sag ich mal? Oh, okay. 5? Hä, wie sollen wir da zurechtkommen? Gibt's wirklich Karten? Und da kannst du nicht gucken, ob er drin. Ah, doch, okay. Das dachte ich schon. Meinst du, er ist immer drin? Und kommt durch die Wände? Oh, ho, ho. Ich weiß nicht. Das steht da. Fuck, shit. Der bewegt sich auch nicht weg, Mann. Jetzt. Aber wo? Ganz weg. Nee, voran und nicht. Alter, das ist doch scheiße. Update. Ah, jetzt, komm. Meinst du, schaffst? Hast du Gasmaske? Hallo. Ah ja, scheiße, ich hab eine Gasmaske. Okay, warte, ich muss gucken. Das wäre voll tödlich gewesen, Mann. Wann der da weg ist. Ich glaube, jetzt geht's, ne? Fuck, aber ich muss blinzeln. Die Fresse, Alter. Okay, ich probier's. Oh, oh. Ich glaube, das... Oh, 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 oh. Junge, Junge, Junge. Fast hätte er dich gesnappt. Okay. Geklatscht. Hat geklappt. Na. Oh, fuck. Ist das dunkel. Ja, was ist das für ein Raum? Kennen Sie den? Den gibt's gar nicht mehr, oder? In der Form. Ah, doch, das ist der. Okay. Scheiße. Schnell! Scheiße! Durch die Wände? Oh, nicht durch die Gott Wände. Gott sei Dank. Wahrscheinlich nur, wenn du nah an der Wand stehst, oder? Oh, er macht auf. Uiuiui. Alter, der schaut echt nicht so cool aus wie die neuen Version. Nee, der schaut so ein bisschen ohne Textur aus. So. Ja, und auch. Oh, sind das die Toilets? Die Form. Ja, der macht jedes Mal die scheiß Tür auf. Jetzt geh doch weiter, die Toilets, da ist nix. Nicht der Badghost. Geil, Alter. Den gibt's schon in Version 01. Nice. Da auch?
Mäßig. I will eat your butt. Hoffentlich kriege ich das so hin, dass man das dann hört. Ja. So cool, das habe ich noch nie gehört, Mann. Wahrscheinlich war früher die Probability irgendwie höher, dass man das hört. Oder Probability, sag mal. Oder Possibility. Ja. Possibility. Possibility. Probability. Ja. Is it then the possibility? Ja. Den Raum gibt's auf jeden Fall. Ah, ich habe einen Navigator gefunden. Du hast gay gesagt. Ja. Mann, ein Krach hier, ey. Randale. Das schaut echt voll gut aus eigentlich, ne? Dafür, dass es die erste Version ist. Ja, aber wir wussten es halt nicht. Der hat halt wahrscheinlich echt lang gearbeitet dran. Und jetzt? So, die Glocke da. Ah, die gab's doch schon mal am Anfang. Habe ich mal gelesen, so. Hey, what is this? Ah, das ist der Room mit den... Ja, some weed. Wir haben keine Keycard. Ah, okay. Also ich Keycards gibt's doch schon. 940, ja, weiß man nicht. Wir haben bis jetzt noch keine gefunden. Achso, war vielleicht einfach nur ein Knopf? Ne. Da war's schon. Oh ne, hä, zweimal der Raum. Ist ja voll dumm. Da hat er das wahrscheinlich noch nicht eingestellt, dass der Raum nicht doppelt vorkommen kann. Ja gut, die Dokumente sind ziemlich gleich geblieben. Ja, also irgendwie kommt mir alles bekannt vor. Schon komisch. Weil ich darf doch nicht zurückfahren, dann ist unmöglich. Meinst du, der ist drin? Ja, wo ist er? Ja, warte mal kurz. Vielleicht sieht man ihn. Ne, der ist nicht drin. Was? So, und ja, das ich habe die Maske angezogen, habe gedacht, ich habe gleichzeitig gedrückt, so wie es immer war. Ja, dachte ich auch. Aber hat auch die Tür gehört? Ja, das war. Ach, weil die hinter dir und die ist zugegangen. Stimmt, deswegen hat es auch geknallt. 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 Genau. Hey, das kommt mir so bekannt vor irgendwie. Ich glaube, die respawnen einfach die Items. Gehen einfach mal weiter. This is fucking awesome. Also, irgendwie. Ich weiß ja nicht. Links kommt, da geht's weiter. Wir wollen eh nur die Version testen. Komm, man kann das Spiel gar nicht zu Ende spielen. Guck mal, oder? Schon wieder so ein Scheißraum. Hey. Die verarschen uns. Das ist halt die erste Version, ne? Hä? Ja, ursprünglich komme ich doch von daher, oder? Hä, wo? Wo ist der Hund? Soll ich umdrehen? Nein, geh weiter. Das ist der Schwarze. Nee. Hä? Alter, das ist das Phantom-Ding. Junge. Hat das vielleicht das Ding gemacht? Aber hier warst du ja auch schon. Ja, das war meine Ding. Meine Vermutung. Wie, dass der dich im Kreis laufen lässt? Dass ich von da... Ich bin ja von hierher gekommen. Ja. So, dann haben wir das hier gesehen, dann bin ich da lang gegangen. Okay. Warte mal, ich schmeiß jetzt hier eine Batterie hin. So. Junge, Junge, Junge. Aber man kann es noch nicht zu Ende spielen, oder? War das nicht so? Ich glaube nicht, ne. Also, wir haben schon mal in Chainshot geguckt, aber da stand jetzt nicht mehr drin. Aber bei mir war, jetzt hätte ich mal gesehen, it is now possible to... Finish the game. Finish the game, genau. Das habe ich auch schon gelesen. Das ist dann erst. Das kann man nicht zu Ende spielen. Ich bin noch dann angegangen, oder? Was machen wir denn eigentlich mit dem Spiel? So lange, bis wir sterben, oder? Wir gucken uns die. Ach, da war der da, okay. Ja, wo kriegen wir jetzt so eine Karte her? Okay, dann bin ich da lang gegangen, oder? Kann das sein? Ja, ich glaube schon. Hier bin ich noch nicht lang. Eventuell. Voll retro. So retro ist es gar nicht irgendwie. Ja, eigentlich nicht, aber es ist trotzdem gut. Oh ja. Oh, Maintenance-Tunnel, Junge. Oh, da geht eine Treppe runter. Was? Alter. Das ist ja richtig Maintenance-mäßig. Das ist viel cooler mit der Treppe, hallo? Oh nein. Da ist der Schwarze. Dreh dich mal um. Oh nein. Und das ist vor allem Gas. Da ist Gas, jetzt die scheiß Maske auf. Wobei, dann sieht man nichts mehr da unten. Ja, der verfolgt dich, verdammt.
Pass auf nicht, dass er von vorne kommt. Aber ich möchte ihn mal sehen, ob der da anders ausschaut. Ich möchte den Moment nicht sehen. Meinst du? Alter, was Fiese war denn Sounds. das hier, ey? Oh, ist er durch? Scheinbar. Es war gut, du hast ihn noch abgehängt, aber ich hätte ihn gern gesehen, schade. Oder? Hast du das schon? Ich glaube nicht. Oh, pass auf. Haben wir schon schlechte Erfahrungen gemacht mit dem Raum. Nochmal. Alter. Klick, klick, klick. Ja, man erreicht von der Tür aus die Schalter schwieriger. Hey, bist du irgendwie kleiner als sonst? Komm mir so vor irgendwie. Ja. Ich kann aber nicht ducken. Komisch. Schon bist du auf Augenhöhe mit dem Türschalter, das ist voll komisch. Vielleicht war der Entwickler zu der Zeit noch vielleicht 12 oder so. Hat es halt aus seiner Sicht dann gemacht. So, wo geht's denn hier lang? Caution. Caution. Oh! Lights on. Oh, pass auf bitte. Bitte nicht. Der droppt von da oben runter. Na, da hat er auch noch die Schalter hier so blöd gehabt. Stimmt, das hat er in der neuen Version verbessert, ne? Dass die Schalter nicht mehr so beieinander liegen. Voll gut, eigentlich. Das war echt eine gute Änderung. Hä? Was ist das? What the fuck, der ist voll gruselig, der Raum. Der ist voll mies, geh mal bitte rein. Ich glaube, wir nehmen auch sterben wieder. Ich glaube, das ist einfach nur so ein Andrew. Hä? Wo bist du denn jetzt? In so einer Wand. Und da kommst du nicht mehr raus? Ah, doch. Doch. Der voll verbuggt. Boah! Wow. Did you see the ghost? Ja, Mann. Geh da wieder raus, verdammt. Alter, das ist vielleicht doch kein. Alter! Junge, Junge, Junge. Oh mein Gott, was macht der? Kannst du auf ihn zulaufen? Nee, darf ich nicht. Okay, dann geh bitte raus, Mann. Hey. Geh da bitte raus. Ich fand Stimme hat nur kurz für einen Moment da war irgendwie. Alter. Ich hätte auch gerade einmal kurz geschüttelt. Fuck. Achso. Achtung. Du weißt nicht, wie das in der Version ist. Nicht, dass er da doch kommen kann. Ich warte ja drauf, dass er noch einmal von da oben runterfällt. Mir ist so erschreckend. So, warte, von wo komme ich jetzt her? Her? Her. Hm. Von da. Oder nee, wir sind durch den Tunnel. Ja, stimmt, da musst du lang. Da muss ich lang oder sind wir von daher? Nee, da musst du noch nicht schauen. Ich glaube, da waren wir. Nee. Wenn jetzt der Tunnel kommt, dann waren wir da schon. So ein Röhrenraum noch gar nicht. Sicher. Warte. Na komm, geh mal. Ich weiß es jetzt auch nicht genau. Vielleicht habe ich da gepennt, wo du in diesem Röhrenraum warst. Oh fuck. Hattest du schon einen Mausbug? Nee. Oh, sorry. Die Frage ist jetzt. Nee, es ist so. Sind wir da reingegangen oder da rausgekommen? Keine Ahnung. Die Vision spielt sich bis jetzt länger als erwartet, ne? Ja. Ich dachte, wir werden durch die Wand gekillt. Die Schwierigkeit hat sich irgendwie erhöht seitdem, oder? Das war früher leichter. Gibt aber, da ist schon wieder diese Wand. Oh. Es gibt aber auch mehr SCPs inzwischen. Ja, stimmt. Mehr Möglichkeiten zu sterben. Ach ja. Ja, ich meine, wir können ja nicht zu Ende spielen. Wollen wir es irgendwann stoppen? Und einfach mal. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so war. Aber wahrscheinlich kann man es nicht zu Ende spielen. Nee, soll ich nachgucken? Ja, kannst du machen. Die SCP Changelogs. Oder auf die Old SCP CB Games Seite. Da steht ja immer der Changelog.
Ne, da waren wir noch nicht. Electric Crescent. Ich habe aber keine Keycard. .com. Ich habe immer noch keine Keycard. Die gibt's wahrscheinlich noch gar nicht. Das da musst du dich natürlich mies. Nightsheen. Changelist. Oh, das war jetzt knapp. Wenn jetzt da stünde, wärst du bei gewesen. Scrollen. So. Achso, es gibt keinen Changelog für. Ne, bei den Old SCP. Die Seite musste gehen. Laufe ich jetzt im Kreis oder bin ich blöd? Da waren wir doch schon. Oder ist es nur ein anderer? Ich glaube, es ist einfach ein anderer Endroom. Ich habe mich verlaufen. Da waren wir aber überall schon. Ja, wir haben den Navigator übrigens. Der zeigt ja an, wo wir schon waren. Ich laufe jetzt einfach mal da hoch. Was? Was ist los? Alter! Oh. Der war da und ich konnte nicht gerade auslaufen. Scheiße, Alter. Der hat mich blockiert. Erst bei Version 0.5 ist es möglich, das Spiel überhaupt zu beenden. Krass. Gate B and multiple endings. So now it's possible to get out and beat the game. Beat the game. Aber hier waren wir noch nicht. Warte ich. Ja gut, dann. Ich weiß nicht, ich hab den Kranz zum Schmeißen. Wow, 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 wow. Alter, wie schaut der auch aus, Mann? Voll klein vor allem. Ne, der ist mit den Füßen im Boden, oder? Hilfe, so wie es ausschaut. Oh Gott, nein. Hart, 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 hart. Gibt's da schon die Pocket Dimension? Ich weiß es nicht. Will sich mal töten lassen, komm. Wir wollen dann eh aufhören. Ja, aber hier war ich auch noch nicht. Okay. Gibt so wenig Räume, deswegen wiederholt sich das alles. Ich hab ein Tesla-Gate gehört. Da gibt's ja wahrscheinlich so wenig Räume. Ja, schon wieder so ein Endroom. Na ja, okay, komm. Dann lassen wir uns jetzt von dem erwischen. Der guckt jetzt im Boden. So wie du auch. Alter! Er ist richtig gepackt. Hey, sonst macht er das nicht, ne? Nee, glaub nicht. Und aktuell läuft er einfach in uns rein. You died. Naja, immerhin. Aber, gute Version. Und wir wissen jetzt einiges, was passiert. Also zum Beispiel das. Dass es noch keine Pocket Dimension gab. Ja. Ja, aber kann es echt sein, dass diese Animation jetzt nicht mehr gibt? Weil das halt bis jetzt noch nie gesehen. Das ist nicht so packt. Ja, genau, sag ja, der läuft normal einfach nur in dich rein. So. Das ist besser. Das ist viel geiler. Ja, also ich glaube echt, dass die alten Versionen wirklich besser sind. Ja. Ich war das letzte Mal schon so, was haben wir da gespielt? Nur 6, 7? Ja. Das war schon tausendmal besser als das, was wir jetzt haben. Ja, wenn das Spiel zu umfangreich wird, dann. Ja, ich finde ja gut, dass es die ganzen SCPs dann gibt, ne? Ja. Aber ich weiß nicht, der hat es. Die Kleinigkeiten machen es aus. Weil auch von der Engine her, die alten, die funktionieren einfach besser. Ich weiß nicht wieso. Aber unerklärliche Dinge. Naja, ihr wisst Bescheid, ihr könnt ein Like da lassen, wenn es euch gefallen hat, oder ein Dislike, wenn ihr es scheiße fandet. Ansonsten könnt ihr den Channel abonnieren. Auf unserem schönen Button und können einen Kommentar schreiben, was ihr von den alten Versionen haltet. Wir werden jetzt in Zukunft auf jeden Fall, bis sich was Neues ergibt, versionstechnisch, die alten weiterspielen, der Reihe nach immer eine Version weiter, ein kleines Update weiter. Und schauen wir mal. Ne? Und die Mod spielen wir halt erst wieder, wenn es gefixt ist, wenn man es wieder spielen kann. Wir können es nicht öffnen, keine Ahnung. Ja, wir haben es unter Windows 8 probiert, unter Windows 7 probiert. Und mit Fraps, ohne Fraps, und da kommt immer Memory Access Violation. Also, sorry, geht nicht. Leute, bleibt geschmeidig, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.